Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sabine Schüttemeier. Ich bin Office-Trainerin bei der Traisen und eine der Referentinnen auf der Trayed, die wir am 29.11. in Hamburg sowie am 1.12. in Gelsenkirchen stattfinden lassen. Und mein Vortrag, den habe ich hier direkt mal aufgeklappt auf dem kleinen Flyer hier vorne links, geht rund um das Thema Office 2010. Office 2010 in der Praxis, aber auch viel zu dem Thema Umstieg auf Office 2010. Was für Probleme treten auf? Was für Lösungen gibt es eventuell dafür? Das werde ich jetzt mal schon mal kurz zeigen, was wir so machen werden. Ich mache hier mal Word auf. Einer unserer Themen wird auf jeden Fall sein, die neuen Designs. Designs vielleicht alle schon mal gehört, vielleicht auch schon mal gesehen, aber keiner weiß so richtig, wozu sind die da, was machen die überhaupt? Das werden wir uns angucken. Designs haben viel mit Corporate Identity zu tun und können Ihnen in dem Bereich das Leben schon doch deutlich einfacher machen. Wir werden uns auch die Anpassungsmöglichkeiten von Office angucken. Immer ein großes Thema. Office 2007 waren die Anpassungen sehr, sehr gering, beziehungsweise für einen normalen User eigentlich nicht möglich. In Office 2010 sieht das ganz anders aus. Viele erkennen das Problem, es gehen Befehle verloren, vermeintlich verloren, auf dem Weg von Office 2003 auf Office 2010. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie alle Befehle, Sie sehen die kleine Liste hier, die es in Office 2003 gab, auch in Office 2010 wiederfinden und natürlich auch benutzen können. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie generell die Optik von Office 2010 anpassen können. Dann werden wir natürlich nicht nur in Word hängen bleiben. Wir werden uns den neuen Abwesenheitsassistenten in Outlook angucken. Wir werden uns angucken, wie man aus einer PowerPoint-Präsentation mit mehr oder minder einem einzigen Klick direkt ein Video machen kann. Wir werden uns also auch viele, viele schöne neue Features und Funktionen angucken. Und ich werde natürlich versuchen, Ihnen den Umstieg so leicht wie möglich zu machen. Und ich denke, das wird auch gelingen. Falls Sie daran interessiert sind, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in Hamburg oder in Gelsenkirchen auf der Trayed sehen würden. Bis dahin.